So, Lucky Pharao, Lucky Pharao, das ist doch auf Seite 1, genau. Oh, schönes Bild hatten wir letztes Mal. 1 Euro ist vielleicht ein bisschen viel. Gehen wir mal. 80 Cent ist gut. Ein Powerspin lohnt sich eigentlich nie, aber gucken wir mal. Ne, bleibt dabei. Ich dachte, vielleicht zeigt er mal eine neue Seite. Wieder nur einer, ne? Brauchst du Code für Magic Green? Ne, den habe ich zum Glück. Den habe ich, Luca. Ist auf Seite 2. Aber genau, wenn ihr euch Spiele wünscht, dann am besten immer mit My Top Game Code. Das ist immer ganz gut, weil falls der Automat das nicht ansonsten schon auf der Startseite hat, kann ich so immer deutlich leichter suchen. Oh, da sind viele von den Kristallen weggerutscht. So ein Vollbild wäre krass. Dann hätte man viele Power Spins gehabt. Weil so sind es ja auch nur 3. Also eigentlich normalerweise so in der Spielhalle oder so würde ich solche gar nicht erst überhaupt zu Powerspins machen. Also da warte ich immer, bis man wenigstens so 7, 8 hat. Vorher macht das in meinen Augen keinen Sinn. Wieder nur ein. Kennst du das Känguru-Spiel? Hab keine Ahnung, wie das heißt. Ja, Kangaroo Island. Das war das erste Spiel, wo ich in meinem Leben jemals was gewonnen habe. Da bin ich gerade das erste Mal in die Spielhalle rein, auf 10 Cent Kangaroo Island gespielt, 2 Boomerangs gekriegt, fast Vollbild, 75 Euro. Ich dachte, Mann, hier kann ja jeder Idiot leicht Geld verdienen. War dann am Ende des Tages natürlich nicht so. Aber ja, kenne ich Kangaroo Island. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal einmal im Stream gespielt. Ist aber eigentlich voll das dämliche Spiel. Also, da gewinnt man auch nicht besonders viel. Haha, dann spiel das. Gucken wir mal. Vielleicht, wenn jemand noch Bock drauf hat, gleich gehen wir erstmal Magic Tree. Und dann Kangaroo Island. Ich weiß ja nicht. Mal schauen. Vielleicht wünscht sich ja noch irgendjemand was anderes. Heute haben wir sehr bescheidene Zuschauer. Es gibt immer einige, die schreiben immer wieder. Oha, okay. Jetzt haben wir ein paar Powerspins. Jetzt lohnt sich das. Stück. Da kann man einiges jetzt abräumen. Steven, da taucht gerade wieder einer auf. Ah, ich sehe schon, schon gelöscht. Ich will nichts gesagt haben. Du machst deinen Job perfekt, mein Freund. Fishing Frenzy wäre cool. Können wir auch danach reingehen? Ja, können wir machen. Da hatten wir heute noch keine Freispiele. Erst Magic Tree, danach gehen wir dahin. Schalte hoch. Zu spät. Ja, YouTube ist manchmal leider ein bisschen verzögert, deshalb kommen eure Nachrichten zu spät. Hätte man auch höhere für mehr Geld die Powerspins machen können. Aber wie du siehst, gibt da ja bisher rein gar nichts, also war ich nicht so falsch. Ja, die kommen undercover, diese Bots. Aber gegen dich haben sie keine Chance. Du erledigst sie sofort. So muss das sein. Na komm, mach mal was Schönes. Wenn er schon Q macht, dann mach doch J wenigstens, ne, wenn du schon nichts Vernünftiges machst. Ui, da hätte er gerne nochmal 4 Diamanten machen können. Dann hätten wir nochmal ein paar Powerspins gehabt. Ah, okay, vielleicht jetzt, mal gucken. Flughafen bei dir in der Nähe, da hat man gerade ein Flugzeug gehört. Nee, eigentlich gar nicht so in der Nähe. Also ich weiß nicht, ob das ein Flugzeug war oder ob du was anderes gehört hast. Ehrlich gesagt, hier glaube ich, hier ist kein Flughafen in der Nähe. Und die fliegen zwar drüber, aber sehr weit oben. Vielleicht war es mein Stuhl oder so, ich weiß nicht, was du gehört hast.
Sehr schwach gibt er. Ja, bisher gibt er gar nichts. Also die Diamanten waren schon das Beste, was er gemacht hat. Ich stelle mal ein bisschen höher. Schalte auf 6 Euro. Okay, für dich mache ich 6 Euro. Komm. 11 Spins. Entweder er gibt oder er gibt nicht. Zumindest schon mal auf allen Linien K. Ist ganz okay. Ist ein Furz. Ja, genau. Wahrscheinlich. Wenn der klingt wie ein Flugzeug, das wäre krass. Na komm, gib mal noch mal ein paar Gewinne. Jetzt Diamanten. Oder wenigstens Rubine. Ja, immerhin. Ich habe auch das Gefühl, wenn er wenig von denen gibt, dann gibt. Oh, das wäre übel. Schade. Da hat der Diamant gefehlt. Das wäre heftig. Auf mehreren Linien 75 AGs. Das hätte. Er gibt viele Diamanten. Und dann noch 7 AGs dazu. Schade, dass man die nicht auch in Powerspins umwandeln kann. Jetzt nimm an. Nee, nee, wir spielen weiter, wir spielen weiter. Wir stellen noch einen höher. Guck mal, jetzt haben wir ihn warm gemacht. Hättest du deine eigene Kiste auffüllen müssen. Das mache ich doch gerne, wenn wir dafür ein paar geile Bilder kriegen. Gar kein Problem. Aber ja, bei 75 AGs, boah, da hätte ich tagelang zu kämpfen mit gehabt. Dann wären erstmal Streams ausgefallen. Ich hätte angenommen und Leiter. Ja, normalerweise hätte man machen können, ja. Aber du siehst ja, ich glaube, ich war nicht verkehrt. Warum denn J? Gib doch was Vernünftiges. Also ich würde sagen, wenn wir nochmal Powerspins machen können, machen wir noch ein paar. Jetzt ist er gerade warm gespielt. Oh, zieht euch das rein. Heftig. Dafür kriegen wir leider keine Powerspins, das sind jedes Mal AGs. Also kann leider sein, dass der Stream gleich beendet wird, wenn er alles rüberbucht. Klar, wir haben noch eine Menge Geld, aber wenn ihr Spielewünsche habt, der Automat ist heiß. Da müsst ihr sie jetzt äußern. Jetzt können wir die noch spielen. Und zum Glück haben wir sehr viel Geld. Also bis er uns das wegnimmt, können wir noch einige spielen. Zum Beispiel Magic Mirror 4 Euro, Fish and Frenzy 4 Euro. Da kann man jetzt noch einige geile Spiele holen. Der Automat ist neuerdings heiß. Also der hat in den letzten Streams immer gut gegeben eigentlich. Ja, eben gleich noch eine Runde Magic Tree. Ja, genau. Magic Tree, genau, stimmt. Habe ich vergessen. Gut, dass du mich daran erinnerst, Luca. Du passt immer auf. Hatte recht. Ja, du hast recht. Du hast recht. Lucky Faro ist das Spiel heute. Es ist echt immer so. Jeder hat immer so seinen Tag. Dann sagt er alles richtig voraus. Immer haben wir einen im Stream, der dann die guten Tipps gibt. Christian schreibt gut und Just Today schreibt Good Game. Ja, auf jeden Fall. Zieht euch das rein. Der gibt ohne Ende. Er gibt ohne Ende. Oder T-Zone auf 2 Euro. Können wir auch noch machen. Eins nach dem anderen müssen wir abarbeiten. Wenn man jetzt nochmal Powerspins nehmen könnte, ich glaube, ich hätte nochmal genommen. Ich glaube, es ist die letzte Runde. Ich glaube, wir können nicht nochmal nehmen. Magic Me Tree ist Müll. Geht, also ich habe. Ah, wir können sogar nochmal. Okay, wir gehen volles Risiko. Ja, mit 57 Action Games noch in der Hinterhand kann man das natürlich ganz easy machen. Bisher sieht es so aus, als hätte ich mein Glück überstrapaziert. Jetzt schmeißt er gerade gar nichts. Aber so oft auf 8 Euro die Spins, die 4 Diamanten, das war krass. Er gibt immer noch nicht schlecht. Nochmal 100 Euro. Habe ich einiges an Highlights zum Zusammenschneiden. Dann kommen noch gute Highlight-Videos an alle, die es verpasst haben. Bucht er jetzt nur rüber, da fängt er jetzt an auch auszuzahlen. Irgendwann fängt er auch an auszuzahlen, leider. Irgendwann fängt er leider auch an auszuzahlen. Da kann man leider nichts machen. Ich glaube ab 400 oder so. Die letzten Male war immer jemand im Stream, der war totaler Experte. Der wusste immer, wann die anfangen auszuzahlen und so weiter.
Mir gehört der Automat und sogar ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Wir müssen halt schnell durchstoppen, damit die Freispieler schnell reinkommen. Ich glaube 350, oder? Kann sein, 350, 400, irgendwie so. Irgendwie so, dann wird er anfangen auszuzahlen. Jetzt müssen wir sowieso nochmal gleich die 250 mitnehmen. Und dann gehen wir in die Spiele rein, wo wir noch rein wollen. Da schnell dann auf Durchstoppen die Freispiele versuchen zu holen, so schnell es geht. Dass man wenigstens noch ein paar gute Sachen hat im Stream. Also Lucky Pharaoh war ein heißer Tipp. Wäre mal interessant, wenn wir mit Magic Tree geblieben wären, ob der genauso gut bezahlt hätte. Weil da scheiden sich ja die Geister, ob man hier, ob das vom Spiel abhängt, ob er gibt oder einfach vom Automaten, so einfach pures Glück. Jeder hat so seine eigene Theorie. Jetzt zieht euch das rein, wir haben über 800 Euro damit gemacht. 400 Euro zahlt er aus, danach Pause. Okay, warst du der Experte, Igor? So, jetzt haben wir noch 57 von den AGs. Wenn er gibt, dann gibt er, Spiel egal. Denke ich auch so. Denke ich auch so. Oha, jetzt ist er wirklich in Geberlaune. Jetzt gibt er sogar hier schon. Das einzige Problem ist, wir sind jetzt über 1000 Euro. Da kommt eine Pause auf uns zu. Scheiße. Vielleicht können wir doch nichts mehr spielen. Ich fürchte leider, der Stream ist vorbei, weil wenn er jetzt noch aus den 40 bis 300 Euro macht er ja nur, wenn er drüber gibt, dann wird er leider anfangen auszuzahlen. Über 900 lässt er uns ja nicht. Ich hoffe, dass er dann natürlich jetzt ein bisschen paar Nullen gibt. Ja, jetzt haben wir leider Cash-Time 4 Minuten 30. Und ja, die können wir vielleicht noch abwarten. Und dann gucken wir mal, weil, ja, wobei, es sind noch 15 AGs, also das lohnt sich leider nicht. Danke an alle, die da waren. Hat mich gefreut. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen hoch. Und ja, schreibt mir bei Instagram. Ich habe mir einen Kanal eingerichtet, Merkur Bratans, wenn ihr irgendwie über irgendwas reden wollt, Spielideen, andere Anregungen, was ich im Stream noch verbessern kann, was ich anders machen kann. Einfach reinschreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Stream. Ich denke mal, morgen schaffe ich nicht. Vielleicht Donnerstag, sonst spätestens Sonntag. Geh Spielhalle und stream dort weiter. Wir warten. Ja, wie nehme ich meine Kamera mit? Einfach unter die Achsel und los geht's. Alles klar. Danke für den Stream. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.